richtige Richtung gelaufen. Wir treffen uns jetzt mit Dijkstra, Roche und Thaler im Lagerhaus am Garten. Was gibt's da noch zu überlegen? Hafen, nicht Fesselt Garten. Den Bastard. Er wollte mich ermorden. Lügner, ausgezeichnet. Du mir nicht an, Landwind. Und man hat mir noch gesagt, ich soll mit Zwergenabschaum keine Geschäfte machen. Diese verkrüppelten Hunde betrügen. Wo liegt das Problem? Verdammt, noch ein Anderling. Ihr seid überall. Ruhe, wir erledigen das schnell. Ich hätte einen kleinen Hexerauftrag für dich. Willst du? Kleine Aufträge sind üblicherweise nicht lukrativ. Dieser schon, keine Sorge. Du musst ihn aber schnell erledigen. Diese beiden Idioten haben mich schon genug Zeit gekostet. Sie teilen sich ein Lagerhaus. Da ist ein Monster aufgetaucht. Aufgetaucht? Einfach so? Du hast es da eingesperrt, damit es mit dir rüber abreißt und du dich an meinen Waren vergreifen kannst. Spinn hier nichts zurecht. Mir egal, wer hier einen Ghoul oder eine Striege auf wen gehetzt hat. Das Biest muss weg, ganz einfach. Und was meinst du, Hexer? Na, die Wache hat eigentlich recht, ne? Gut, ich kümmere mich darum. Machen wir schnell. Kommt nicht in Frage! Anderlinge! Die stecken unter einer Decke! Diese beiden beweisen doch sicher, dass es gar kein Ghoul ist, sondern meine liebe Oma Selig. Ich habe seine Visage nicht deutlich gesehen, aber jetzt, wo du es erwähnst... Maul halten! Sonst schicke ich euch Inspektoren ins Lagerhaus, sobald das Monster weg ist. Das wird nicht nötig sein. Ach, ganz plötzlich ist das nicht mehr so richtig nötig. Komm, wir gehen mal kurz ins Lagerhaus hier rein und schauen mal, was die da für ein tolles Monster drin haben, ne? Oh, was bist du denn niedlich? Ist das ein Liebling? Ein Necker. So. Komisch. Necker sind selten alleine unterwegs. Ein breiter und tiefer Abdruck. Ein Zwerg vielleicht? Gut, dann schauen wir mal. Sonst nichts hier drin. Ich konnte es nicht mal richtig plündern, das Lagerhaus. Das war schade. Also, liebe Wache, ich hätte da geguckt. Und? Hast du das Biest erledigt? Jo. Ja. Und? Hast du herausgefunden, wie es da hingekommen ist? Du hast mich angeheuert, um das Monster zu töten, nicht um Nachforschungen anzustellen. Na schön. So muss ich mich eben noch länger mit der Sache abgeben. Ich hätte was draufgelegt, um das zu vermeiden. Hier, das ist für dich. Und wir gehen jetzt zur Garnison und reden mit dem Hauptmann. Soll er der Sache auf den Grund gehen. So. Und diese Questblock. Wieder dieses Ziehen im Rücken. Wer da? Der Hexer Geralt. Komm rein. Der Boss wartet oben. Der Boss. Erzählst du uns endlich, worum es hier geht? Oben, Boss, Geralt, weißt du, Oben. Falls ihr denn kommt. Verdammt. Muss ich jetzt eigentlich die Leiter hochgehen oder die Treppe? Aufmachen willst, schenk wenigstens eine Runde ein. Die Spannung dörrt mir die Kehle aus. Eine Quecksilberlösung. Schick, die wollte ich eh eine haben. Weil irgendwofür hatte ich eine Quecksilberlösung gebraucht. Ich weiß nicht mehr genau wofür. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Ach, richtig, für den verbesserten Mondstaub habe ich eine Quecksilberlösung gebraucht. Jordköder, ne, da voll. Ja, witzig, ich kann wieder Jordköder bauen. Die stinken aber so, das will ich nicht mit mir rumtragen. Ja, gucken wir mal, wenn ich eh gerade dran bin. Gott. Gut, so. Hat sich also einigermaßen gelohnt. Und jetzt gehen wir da hoch und reden mit dem Boss. Hexer, endlich. Jetzt, da wir alle versammelt sind. Versammelt und am Arsch. Warum hast du uns gerufen? Raduvid sitzt auf seinem Schiff, da kommen wir nicht an ihn ran. Ich hab's dir gesagt. Schluss damit. Ich weiß, wie wir ihn an Land ziehen können. Aber zunächst bekennen wir unsere Sünden. Ich habe Philippa Eilhardt in unseren Plan eingeweiht. Asche auf mein Haupt. Super!
scheißverdammt super. Na, na, das ist keine Katastrophe. Die Frau Zauberin wird den Mistsack wohl kaum warnen. Außerdem will sie uns helfen, ihn umzubringen. Ich wäre mit sowas natürlich nie einverstanden, aber Phil hat mich inspiriert. Nennt sie meine Muse. Inspiriert zu was? Geduld. Wir sind noch nicht beim Kern der Sache. Geralt, entsinne ich mich richtig, dass Radovid dich angeheuert hat, um Philippa zu finden? Ja. Ich habe aber nur ihr Versteck gefunden. Worauf willst du hinaus? Wir können Philippa einspannen, ohne sie einzubeziehen, wenn du mithilfst. Radovid erwartet, dass du ihn aufsuchst und über sie informierst. Du musst nur ihren Namen nennen, andeuten, dass du eine Spur hast, die du verfolgst. Oh, das wird er schlucken. Haken, Schwimmer und halbe Route. Okay, und dann? Gegen Radovid helfe ich gern. Nehmen wir an, Radovid beißt an und glaubt mir. Und das ist durchaus nicht sicher. Was dann? Du sagst ihm, dass du Philippas Versteck gefunden hast. Irgendwo, wo wir gut eine Falle stellen und zuschlagen können. Ideen? Brücke zur Tempelinsel. Beidseitig bebaut. Viele Winkel und Durchgänge. Einfach vom Rest der Stadt zu isolieren. Okay. Guter Einfall. Ich teile meine Männer auf. Die Hälfte ans eine Ende, die andere ans andere, zum Tor. In der Mitte wartet Wes mit einer gut geölten Armbrust. Siehst du, Geralt? Wir wollen sonst nichts, als dass du Radovid zu einem Spaziergang einlädst und zur Brücke bringst. Den Rest erledigen wir. Was sagst du? Ich mag Radovid nicht. Ich bin dabei. Aber was dann? In der Stadt wird es einen Aufstand geben, vielleicht sogar Panik. Wir brauchen einen Ort, an dem wir untertauchen können. Darüber habe ich schon nachgedacht. Erinnerst du dich an Madame Irinas Theater? Ja. Das steht leer. Niemand schaut da rein. Thaler und ich warten dort auf euch. Ihr wartet auf uns? Euren Hals wollt ihr also nicht riskieren? Darum geht's nicht. Dijkstra und ich haben scheißverdammt viele Vorzüge. Aber wir taugen zu Kämpfern so viel wie zu Schönheitsköniginnen. Keine Sorge, Geralt. Meine Leute sind kampferprobt. Die machen das schon. Du musst ihnen nur den König bringen. Ich tue, was ich kann. Wo liegt sein Schiff denn gerade? Gerade um die Ecke im Hafen von Novigrad. Und um deinetwillen hoffe ich, dass er gute Laune hat, wenn du vorbeischaust. Die Brücke muss frei sein. Dafür sorgen da meine Jungs. Eine Eule zugeguckt, die Wachen beim Tempel. Was ist mit denen? Kommen die nicht angeschissen, wenn sie den Kampf sehen? Nicht, wenn man sie ordentlich bezahlt. Ich könnte wetten, ich werde gleich aufgehalten, weil mich da eine Eule beobachtet hat. Und wenn ich mich eine Eule beobachtet, gehe ich davon aus, dass es Philippa ist inzwischen. Ne? Sag ich doch. Philippa? Was zur Hölle machst du hier? Geralt, frag nicht, wenn du die Antwort kennst. Das wirkt dämlich. Ich belausche euch natürlich. Mit großem Interesse und gewissem Erstaunen. Und was genau erstaunt dich? Deine Blauäugigkeit. Glaubst du wirklich, dass Radovid auf so einen plumpen Trick reinfällt? Radovid hat den Verstand verloren. Der denkt nicht mehr rational. Darum kann es durchaus sein, dass er beschließt, dich zu foltern. Selbst wenn du mich in Ketten vor ihn schleifst. Einfach so. Philippa, warum sagst du mir das? Machst du dir solche Sorgen um mich? Ach was. Weil ich es für wichtig halte, dass Radovid stirbt. Meine Hilfe willst du nicht. Aber ich werde tun, was ich kann, damit du es wenigstens nicht versaust. Hier, nimm dies. Ein Ring. In den Rubin ist ein redanischer Adler graviert. Er hat Wesimir gehört. Radovids Vater. Gib ihn Radovid, dann glaubt er vielleicht, dass du mich erwischt hast. Er könnte dir sogar vertrauen. Okay. Nützlich, danke. Keine Ursache. Ich würde noch viel mehr tun, um Radovid loszuwerden. Glaub mir. Viel Glück, Geralt. Du wirst es brauchen.
Gut, also jetzt. Wo liegt sein Schiff? Ah. Oh. Ich sehe, wo sein Schiff liegt. Oh, ein Töpf. Komm. Yep. Aua. Sein Schiff ist immer so absolut unauffällig, ne? Habe ich doch nichts Hübsches gesagt. Zu Rum und Abendbrot sag ich nie nein. So, wollen wir mal gucken, wie wir auf das Schiff kommen. Aber Philippas Name hat mir den Zugang zu diesem Schiff schon öfter verschafft. Flieg wieder unter deinen Stein. Hexer Geralt, was willst du? Eine Audienz. Ich habe neue Informationen über Philippa Eilhardt. Ich muss deine Waffen behalten. Folge mir. Eure Majestät, bewaffnet vor der ihn. Hexer, mit Neuigkeiten über Philippa Eilhardt. Hoffentlich hast du diesmal etwas Besseres dabei als magische Kristalle. Ich weiß, wo sie ist. Vielleicht. Oder du willst mich reinlegen, wie die anderen. Welche anderen? Welche anderen? Weißt du, es geht das Gerücht, dass ich Informationen über Eilhardt mit Gold aufwiege. Da an Dummheit und Gier niemals Mangel herrscht, standen die Leute schon bald vor dem Schiff Schlange. Zuerst kam ein Jäger. Der brachte mir eine tote Eule ohne Augen. Dachte, dass ich ihm glaube und ihn mit Gold überschütte. Ich ließ ihn blenden und mit einem Stein am Hals über Bord werfen. Dann kam der Postmeister von Ochsenfurt. Der behauptete, einen Brief von ihr zu haben. Natürlich gefälscht. Dem ließ ich die Finger abschneiden. Er wird nie wieder schreiben. Ach, und seine Zunge. Die gesprochene Lüge ist nicht weniger verwerflich. Ich muss nicht erwähnen, dass sich der Rest der Schlange rasch auflöste. Okay. Ich bin Fachmann und habe einen Ruf zu verlieren. Ich müsste dumm sein, mit leeren Händen herzukommen. Der Ring meines Vaters. Damit hat Philippa ihre Dekrete signiert, um sie als Wort des Königs auszugeben. Wo ist sie? Vor eurer Nase, Herr. In Novigrad. In einem Haus auf der Brücke zur Tempelinsel. Warum hast du sie nicht hergebracht? Dazu müsste ich sie einfangen. Ich habe sie nur aufgespürt und zum Beweis den Ring gestohlen. Hast du Angst vor ihr? Nein. Ihr wollt sie selbst umbringen. Eigenhändig. Das weiß ich. Du kommst mit mir. Ruprecht, hol die Männer. Wie viele, Herr? Alle. Ich wollte schon sagen. Alle. Aber anschleichen ist damit nicht mehr möglich, ne? Nun... Wo ist sie? Wo ist Philippa? Wie ich sagte, im Haus auf der Brücke, näher am anderen Ende. Sperrt dieses Ende ab. Wir brauchen keine Gäste, keine unschuldigen Passanten und keine Zeugen. Damian, Joke, Egbert, Fred, Kaspar, ihr bleibt hier und sichert das Ende. Und tötet den Hexer. So belohnt ihr die, die euch dienen? So bestrafe ich die, die mich verärgern.
Du weißt zu viel. Du stehst mir zu oft im Weg. Und deine Arroganz ist widerlich. Ich habe Leute wegen weniger getötet. Mir nach. Ach, Jungs. Wollt ihr das wirklich? Irgendwelche letzten Worte? Scheiße! Befreit den Hexer. Dann zu Raduvid. Deine Mutter treibt's mit Ziegenböcken. Alles klar? Mhm. Danke für eure Hilfe. Der Plan ist im Eimer. Was soll's? Wir improvisieren. Genau. Komm mit, Geralt. Wir müssen Raduvid erwischen, bevor Verstärkung eintrifft. Ja, was sind die eigentlich? Das ist nicht dabei. Ach gut, okay, ich muss also jetzt wieder erstmal kämpfen hier. So, das hat er mich aber genervt. Diese Schildkette durchbrechen. Das ist eine Falle! Zurück! Beschützt den König! Dann machen die ihn halt. Da ist Raduvid. Aufmachen! Ich befehle es! Du hättest nur bitten müssen. Der sieht sehr unglücklich aus. Und das kam von Herzen. Ja. Manchmal hat sie sogar... Vergebt mir. Ich konnte mir dieses Vergnügen nicht versagen. Wie hat sie... Woher? Warum? Verfickt wie... Sie hat uns belauscht. Beim Lagerhaus. Was? Und das fandest du nicht erwähnenswert? Leute, besprechen wir das später. Raduvid ist tot. Durch wessen Hand das spielt keine Rolle. Die Mission ist erfüllt. Und jetzt verschwinden wir von hier. Gleich wird sie von Redania nur so wimmeln. Oh ja. Dann los. Weg hier. Gehen wir ins Theater.
Und? Habt ihr es geschafft? Ja, wobei nicht alles nach Plan gelaufen ist. Später mehr dazu. Jetzt erstmal ein starkes Getränk und einen Trinkspruch. Auf den Norden! Auf Temerien! Auf Temerien! Skull. Auf Temerien, verdammt! Temerien! Ich bin mal nett. Ach, was jetzt, Rush? Ein neuer Partisanenkrieg gegen die Schwarzen? Nein, der Krieg ging soeben zu Ende. Wie das? Gibt es etwas, was ich nicht weiß? Das kann man sagen. Weißt du, morgen Mittag unterzeichnet der Kommandant der zentralen Heeresgruppe in Emhirs Namen einen Waffenstillstand, dessen Wortlaut mit Dijkstra abgestimmt ist. Das heißt also in Velen, als die Trolle dich geschnappt haben? Ja, da kam ich von den letzten Verhandlungsrunden zurück. Emhir behält Edirn und Lyrien, aber gegen Radovids Kopf und das Ende der Partisanenaktion zieht er sich aus Temerien zurück. Welches ein Vasallenstaat des Imperiums wird. Mit autonomer Regierung, mit eigenen Gerichten und Verwaltungsstrukturen, mit eigener Armee. Die Silberlilien werden unter den Strahlen der großen Sonne erblühen, würde ich sagen, wenn ich Poet wäre. Aber ich bin keiner und sage nur, dass das unsere einzige beschissene Chance war. Okay, wenn du meinst. Ihr habt mir nicht die ganze Wahrheit gesagt. Da hast du recht. Wir wissen ja, dass du Politik nicht leiden kannst. Darum haben wir eher die Zauberer und so betont. Wär's abgetan, so wie's getan. Wär's gut, es wär schnell getan. Das mit dem Stoß, einmal für immer, alles sich abgeschlossen hätte. Poet. Wie bitte? Vakmed, erster Akt, siebente Szene. Das wollte ich schon immer spielen. Ich hab's bisher nur zum Hellebardenträger gebracht. Geralt, vergiss, was Thala gesagt hat. Es gibt keinen Waffenstillstand mit Nilfgaard. Redanien wird den Kampf unter meiner erlauchten Herrschaft fortsetzen, bis zum Sieg. Was? Und dann wird es den Norden vereinigen. Temerien eingeschlossen. Was? Wie? Das ist gegen die verdammte Absprache. Stimmt. Wir hatten auf der fragwürdigen Souveränität eines der Königreiche bestanden. Und dazu haben wir M hier praktisch alle anderen Königreiche ausgeliefert. Keine weise Wahl. Also wird nichts daraus. Du verlogener Hund! Das lasse ich nicht zu! Du, Rosh, solltest der Erste sein, der begreift, dass ich keine Wahl hatte. Warum zum Teufel sollte ich das? Weil auch du ein Patriot bist. Geralt, das hier betrifft dich nicht. Du kannst gehen. Alles Gute auf deinen Wegen und so weiter. Sorry, aber... Ich kann nicht zulassen, dass du sie tötest, Dijkstra. Du hast mir nicht geholfen. Pech. Die anderen dann schon. Dann stirb mit ihnen. Die anderen haben mir geholfen, sie als alle ich sie um. Gebraucht habe. Mehr bringst du nicht zu Wege? Hört endlich auf, in sein Schwert zu rennen! Ich klar sagen. Ah! Tut mir leid, aber... Die Wahl zwischen Leuten, die mich im Kampf gegen Siri unterstützt haben, und einem, der mir nicht geholfen hat. Und dann entscheide ich mich ganz klar für die Leute, die mir geholfen haben. Ja, Königin Helen! Verdammt! So, leid es mir tut, Dijkstra. Aber. Verfickte Scheiße! Bums mich der Troll! Das willst du nicht, dass dich ein Troll bumst, Thala. Verdammt knapp. Er ist mitnichten vorbei. Der Gesandte, der die Nilfgaarder morgen treffen sollte. Sicher will Dijkstra ihn töten lassen. Wir müssen ihn beschützen. Tut mir leid. Das müsst ihr machen. Ich hab... Die Schnauze voll von Politik, ist klar. Komm nach Vysimar, wenn alles vorbei ist. Da wirst du mit allen Ehren empfangen. Leb wohl, Wolf.
Ja. Aber wie gesagt, Dijkstra hat mir nicht geholfen, als ich ihn gebraucht habe. Da sagte er nur, hey. Na? Vernon Roche und die anderen, die haben mir geholfen. Also war ich ihnen jetzt auch meine Hilfe schuldig. So sehe ich das nun mal. So leid es mir tut. Für Dijkstra. Wenn es mir leid tut, ein bisschen. Ein bisschen tut es mir schon leid. Gut. Ich schaue auf meine Quests, stelle fest, die Nebenquests sind weg. Hexeraufträge habe ich auch keine mehr. Und dann würde ich sagen, helfe ich diesmal Jennifer. Na, wir haben hier schließlich mehreren Mädels zu helfen. Und Jennifer, richtig, die war ja in der Krüppelkarte. Was auch immer sie in der Krüppelkarte macht, das finde ich irgendwie echt cool. Und boah, ist ja nicht weit. Hier geht's ja rund. Sowas von. Oh, hallo Plötze. Das sah zumindest aus wie Plötze. So, mal gucken, wo ging's hier nochmal rein, die Krüppelkarte? Meine da vorne. Hier im Eingang. Wir können es gleich hier treiben oder bei mir. Du hast die Wahl. Ja, war wohl doch hinten. Mensch, blöde Türen immer. Oh! Also war es doch da hinten der Eingang. Ja, hier. Das ist der Eingang. Wie wär's mit einem Dreierschätzchen? Soll ich noch ein Mädel dazu holen? Nee, ich meinte uns beide und dich. Oh, ach so. Aber in eurem Zustand müsst ihr euch erstmal gegenseitig aufgeilen. Du hier. Sehr interessant. Willst du was trinken? Ich fürchte, in diesem Etablissement ist das Spülwasser noch am besten. Umlerit, war das deine Idee oder Ciris? Das war Ciris Idee. Ciris. Dachte ich mir. Ich bin froh, dass du mitgegangen bist. Ich dachte, du würdest wütend sein. Wütend? Wieso? Weil du Ciri bei ihrer Entscheidung unterstützt hast? Oder weil du an ihrer Seite gekämpft und gewonnen hast? Und wenn wir verloren hätten? Dann hätten wir jetzt dieses Gespräch nicht. Und die weibliche Bevölkerung des Kontinents würde in Tränen ertrinken. Ihr habt gewonnen. Es ist müßig zu überlegen, was hätte sein können. Weibliche Bevölkerung wird. Ich habe mit Triss gesprochen. Es läuft nicht so gut mit der Loge. Gefährliche Zeiten. Vor allem für Zauberinnen. Jede überlegt fünfmal, ehe sie sich raustraut. Und ich kann es ihnen nicht verdenken. Charmanter Ort. Warum bist du hier? Das wirst du bald erfahren. Erzähl mir inzwischen von Philippa. Triss und ich haben sie gefunden und befreit. Dijkstra hatte sie. Aber die Lage ist unter Kontrolle. Da bin ich froh. Und, sagst du mir, warum du hier bist? Ich konnte ermitteln, wo Margarita ist. Im Gefängnis in Ochsenfurt. Ich habe außerdem erfahren, dass jemand von dort geflohen ist. Er müsste bald hier sein. Hier. Okay. Was weißt du über diesen Flüchtigen? Ich weiß, dass er der Einzige ist, der je aus Deiriad entkommen ist. Jeder Wachmann in der Stadt sucht ihn jetzt. Ist er denn vertrauenswürdig? Das werden wir gleich erfahren. Er ist gerade reingekommen. Kenn ich dich? Ich bin mir nicht sicher, ob ich dich kenne. Abi Faria? Wer fragt das? Wir würden gerne reden.
Verdammt. Ach, Mensch. Schnapp ihn dir lieber. Ja, ja, ich hole ihn mir. Diese Menschen werden jeden Tag wilder. Und der da? Pass auf, wo du hingehst, ja? Verdammt, ist die Leiter rauf. Mir steht wohl ein Dachspaziergang bevor. Welche Leiter? Da ist der so schnell rauf? Respekt. Das hätte ich nicht gedacht, dass der so schnell darauf ist. So, da ist er. Hep. Sieht nach Regen aus. Oh, hallo, Geralt. Du bist echt so blöde. Also, oh, geh halt runter dann, dass du da rennen kannst. Hep. Ja, da. Jen. Samthandschuhe aus, Geralt. Hilfe! Schrei nicht, sonst tue ich dir was. Ich dachte, ihr hättet ein Treffen vereinbart. Ich sagte, dass ich ihn gefunden habe, nicht, dass ich ihn gesprochen habe. Was wollt ihr von mir? Lasst mich! Beruhige dich, wir wollen nur reden. Mhm. Und mir eine Klinge in die Rippen stecken und mich in die Gosse werfen. Schau uns doch an. Sehen wir wie Banditen aus? Nein. Eigentlich nicht. Schön, dass du das einsiehst. Außerdem würdest du uns tot nichts nützen. Dann tu dir mir nichts. Nein, du erzählst uns deine Geschichte und gehst dann, wohin du willst. Na gut. Aber wir sollten wieder zur Kati gehen. Es ist unklug, sich auf den Straßen aufzuhalten. Ja. Du bist abgehauen. Trink das aus. Das hilft. Danke. Was wollt ihr? Nach Deiriad reinkommen. Sucht euch einen Jäger, sagt ihm, ihr praktiziert Magie. Er sperrt euch im Handumdrehen ein. Wir müssen rein, ohne dass es jemand merkt. Sag uns, wie du entkommen bist. Dann lebt dein Leben weiter. Angeblich kommt niemand lebendig aus Deiriad raus. Ja, so heißt es. Da dachte ich, warum es nicht tot versuchen? Aber die Leichen werden verbrannt. Sie verbrennen sie erst, seit sie erfahren haben, dass ein alter Kerl wie ich entkommen ist. Davor haben sie die Leichen in eine tiefe Grube geworfen. Die Grube ist mit der Kanalisation verbunden und die mündet in den Fluss. Wenn man den erst erreicht hat, ist man frei wie ein Fisch. Mhm. Du hast dich also totgestellt und das hat niemand gemerkt. Als junger Mann habe ich eine Ausbildung bei einem Chemiker in Silberstein gemacht und ein bisschen was über Kräuter gelernt. An meiner Zellenwand wuchsen Schlafpilze und auf dem Gefängnishof habe ich Tollkirschen gefunden. Ich musste sie nur vermischen und den Matsch eine Stunde vor der Abendrunde essen. Du hättest sterben können. Ich wollte zu meinen Bedingungen sterben, wenn das mein Schicksal war. Okay. Es heißt, dass Deiriad besser bewacht ist als die Festung von Vicovaro. Die Wachleute werden aus Hexenjägern rekrutiert. Der schlimmste Abschaum, geifernde Fanatiker. Wenn ihr wüsstet, was sie den Leuten antun. Jeden Tag Folter, das Rad, die Streckbank. In Frieden lassen sie einen nur an Feiertagen und wenn sie sich zugesoffen haben. Die dürfen im Dienst trinken? Offiziell nicht. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Teils. Dann könnten wir theoretisch so reinkommen, wie du rausgekommen bist. Vorausgesetzt, wir stören uns nicht an ein paar verwesenden Leichen. Und vorausgesetzt, dass ihr euch durch das Gitter quetschen könnt. Sie haben den Auslass zum Fluss versperrt, nachdem ich geflohen bin. Da könnte Sprengstoff helfen. Damit uns die halbe Stadt hört? Ich habe eine bessere Idee. Ochsenfurt steht auf Elfenruinen. Und die müssen irgendwo mit der Kanalisation verbunden sein, wenn wir einen Weg in die Ruinen finden. Kommen wir ins Gefängnis rein. Wohl wahr. Siehst du, war doch nicht schwer. Noch ein Rat.
such dir eine andere Taverne. Hier kennt dich jeder. Danke. Was immer ihr für Pläne habt, ich hoffe, sie gehen auf. Wir auch. Bis dann. Was jetzt? Was unser Freund über die Wachen gesagt hat, war interessant. Das Trinken im Dienst. Sultan könnte dafür sorgen, dass sie genügend Fusel haben. Gute Idee. Ich suche nach dem Eingang zu den Ruinen. Treffen wir uns auf der Ochsenfurtbrücke. Machen wir. Bis gleich, Jen. Bitte so optional, bitte sollte meine Hilfe. Also ich würde so ganz dir einen Rabatt wegen deiner Heldentaten geben. Optional sehe ich das ja nicht an. Du verstehst. Wir flitzen also zu Sultan. Mann, dreht mir die Birne, du Hammel. Wo geht's denn raus? Da geht's raus. So. Sultan ist hier. Bis gleich, Jen. Ich gehe mal Sultan um Hilfe bitten. Wenn es dadurch leichter wird, umso besser. Ich bin so... feucht. Hallo, mein Hübscher. Siehst du diese Visage? Abscheulich. Sultan, Geralt? Margarita wird in Deriad gefangen gehalten. Ich habe einen Plan, um sie zu befreien, aber wir brauchen deine Hilfe. Was soll ich tun? Belade einen Wagen mit so viel Mahakama, wie du auftreiben kannst und fahr ihn nach Ochsenfurt. Yennefer gibt dir ein Signal und dann fährst du durch die Tore und versorgst die Wache. Ach, schreckliche Zeiten. Seit die Magier die Stadt verlassen haben, sind die Jäger auf Anderlinge aus. Ein Zwerg bei den Gefängnistoren erregt nur Aufmerksamkeit. Stimmt. Daran habe ich nicht gedacht. Dann gehe ich direkt zu ihr. Sie sucht einen Weg in die Ruinen unter der Stadt. Und dir fällt nichts ein? Schön, mit dir zu reden, Sultan. Wie bis später. Anderweitig den Alk dahin kriegst. Geralt, der Monsterjäger. Ich habe ein wildes Herz. Willst du es nicht zähmen? Wild, ja. Diese Visage... Wir nehmen also da draußen. Endlich werden es hier wilde Jagd euch alle. Lang lebe Rad. Ich diene dem Wegweiser. Ochsenfurt. Und machen uns hierher auf den Weg. Um dann, ja, mal zu gucken, wie Jen befreien will. Hübsches Banner. Von einem falschen Gockel sollte man den Hals umdrehen, oder wie war das? Da ist er. Das sind die Deckblätter. Okay. Hast du einen Zugang gefunden? Mehrere. Der nächste ist in einem Brunnen beim Gefängnis. Hast du Hilfe organisiert? Wir kommen schon alleine klar. Fangen wir an? Dann losgehen. Jo. Sicher, dass die Wachen nichts von der Passage durch die Ruine wissen und keine Wachen postiert haben? Haben sie nicht. Woher willst du das wissen? Die Hierarchen von Novigrad haben sich große Mühe gegeben, alle Erinnerungen an die elfischen Wurzeln der Stadt zu tilgen. Selbst wenn sich jemand an die Ruinen erinnert, weiß doch niemand, wo sie liegen und wie groß sie sind. Ich bin absolut sicher, dass da niemand Wachen aufgestellt hat. Hoffentlich hast du recht. Lass Jen mal den Vortritt, ne? Immerhin hat sie diese Passage gefunden und ausgekundschaftet. Na komm, Jen. Da sind wir. Das ist es. Bis vor kurzem war der Brunnen mit einem Felsbrocken verschlossen. Aufgrund eines Erlasses von Himmelfahrt vor einigen Jahren. Aber ich habe zwei starke und willige Passanten gefunden, die das Hindernis entfernt haben. Gegen eine bescheidene Gebühr natürlich. Hier. Was ist das? Benutz es, wenn du Rita hast. Dann kann ich dich orten. Kommst du nicht mit? Durch Ruinen und Kloaken kriechen.
Das überlasse ich lieber dem Fachmann. Du willst also lieber antanzen, wenn die harte Arbeit getan ist. Jupp. Will sie. Nasse Kleider. Welch eine Freude. Da ist es. Na gut, Jen. Jede Menge Kisten. Wollen wir mal gucken, was da an den Kisten da ist. Das ist wohl ein anderer Eingang hier rein. Grabräuber. Der hier mochte wohl Elfengraben. Also, schauen wir uns nochmal um. Aus dem Wasserbeid. Und wieder sogar 2 Punkte zu vergeben. Kann ich inzwischen, habe ich inzwischen genug Kram für rote Mutagene? Nicht. So viele andere, aber rote, die fehlen mir. So. Also weiter umgucken. Der Mechanismus ist kaputt. Da fehlt ein Stück. Ob es sich ersetzen lässt? Fehlt ein Hebel. Kann ich da nicht einfach ein Schwert reinschieben? Da muss ich jetzt wohl doch in die Richtung und da mal suchen. Jetzt finde ich es besonders witzig mit dem nicht durch mit dem der Minimap, wo schon wieder die Stadt zu sehen ist, obwohl ich hier unten definitiv nicht in der Stadt bin. So, was haben wir hier? Alles mitnehmen. Da ist nichts mehr. Gut. War aber noch was. Ja, super, war ja klar, dass ich irgendwann heute überlastet werde. Aber nicht so richtig. Dann schauen wir doch erstmal, was wir an billigen Kram entsorgen können.
Respekt, wie teuer mancher Kram ist, hä? Also zumindest aussieht. So, keine 200 wert. Aber ich trage auch ziemlich viel mit mir rum, ne? Ich habe ja alleine 3 komplette Rüstungen, Hexerrüstungen dabei. Und das ist natürlich summa summarum schon ganz schön teuer. Ganz schön schwer, sowas. Wo ich bin. Ich habe den Eingang wieder gefunden. Sehr geil. Ah, jetzt kommt es mir auch alles bekannter vor hier. Oh, schick, schick. Könnte hier. Und da ist noch was. Ah, endlich. Das könnte noch nützlich sein. Nehmen wir den Hebel mal mit und gehen zurück. Ich nehme mal den trockenen Weg. Jetzt, wo ich weiß, dass es hier ein hübscher Rundgang ist, kann ich auch den trockenen Weg wählen. Das müsste passen. Ja, sieht doch gut aus. Mach auf. Hübsch. Mhm. Ja, sollte man Hilfe bitten. Klappt er nicht, ne? Ich hab's versucht, aber. Habe ich mir wirklich übelst den Kopf angestoßen beim Auftauchen, wa? Dachte, ich hätte das gesehen. Da kam ich. Die Wand sieht brüchig aus. Ja, gleich. Erstmal hier gucken. Da ist nix. Gut. Dann lass uns die Wand kaputt machen, ne? Was jetzt, du Stück Dreck? Stimmt's. Na komm, Ghouligul. Hier die Leichen. Scheinbar sind das die Leichen mit der Kanalisation verbunden. Ja, kommt man noch nicht weit.
tot, also gucke ich mich erst hier unten um. Habe ich keinen Schlüssel, da auch nicht. Gut. Ja, dann, ich dachte halt, ne? Dann gehen wir halt nach oben. So. Alarm! Eindringlinge! Scheißt du dich schon ein? Und die haben wohl gerade Gwind gespielt, hä? Den Kram lassen wir mal liegen. Ja, was das interessant ist, ne, auch nicht. Wegwerfen, was nur 200 wert ist. Aber wir haben ja teilweise Sachen, die deutlich mehr wert sind. Wir haben ganz schön geschrien, ha? Dass da vor der Tür laut Minimap Tote liegen. Ich frage mich allerdings, warum ausgerechnet da Tote liegen sollten, ne? Warum habe ich in meiner Tasche nichts? Ich bin gerade verwundert, warum ich hier links unten eine leere Anzeige habe. Aber ich habe hier nichts, wo ich noch was reinstopfen könnte. Also... auch gut. Schlechte Idee. Pass auf! Er wirbelt! Wer da? Geralt? Götter. Alle Zauberinnen kennen mich, ja? Ich hol dich hier raus. Zwecklos. Hier kriegst du nie ohne Schlüssel auf. Der Wärter hat ihn immer bei sich. Sein Zimmer ist oben. Bin gleich zurück. Na, super. Wäre sonst auch immer zu einfach, wa? Ich kann hier nicht meditieren. Ist aber nicht nett. Ein bisschen nach oben. Werden nicht sofort bemerkt werden. Draußen sind Wachen. Aber sobald sie mir gesagt hat, Margherita, muss ich ja nach oben.
Schlechte Idee. Weißt du eigentlich, mit wem du es zu tun hast? Auf ihn! Einen Schlüssel hat. Der nicht. Vielleicht auch mal die Kiste gucken. Der auch nicht. Oh, ich muss scheinbar noch höher, hm? Nach draußen. Ja, ich hatte gehofft, ich kann das noch vermeiden, dass ich auch noch nach draußen muss. Das ist interessant, ich kann nicht regenerieren, aber und mein HP ist ja immer wieder voll dadurch. Ja, da draußen stehen viele, viele, viele Wachen, ne? Ich hatte gehofft, nicht rausgehen zu müssen. Umgebracht. Jo, hab ich. Mach ich mit dir jetzt dann auch gleich. Grenadier! Auf ihn! Von beiden Seiten! So, wollen wir noch mal gucken, wer hier ganz oben drin sitzt. Schneller oder vielleicht schmerzhaft. Hier ist aber nicht viel Platz. Ich will ihn lebendig. Ja? Lebendig. Scheiße. Zauber. Ja, hab ich. Ne? So, da ist mit ein Schlüssel. Den nehmen wir mal mit. Dann schaue ich mich noch, wenn ich hier schon bin, noch kurz um und repariere dann meine Waffe noch. Und dann gehe ich wieder nach unten. Ups, falsches Schwert. Künstliches Manövrieren. So. Ich hätte gerne ein Waffenreparaturset. Habe ich aber irgendwo ein kleines?
Anfängerrüstung. Da, so. Sieht auch wieder besser aus, hä? So, gehen wir mal runter. Gucken, ob die nur. Es gab keine Verstärkung. Oh, es gab doch Verstärkung. Fehler. Pass auf! Er wirbelt! Ich schaff's! Er hat ihn umgebracht! Hab ich. Ich mag diese blöden Bogen oder sonst was Schützen nicht. Wo kommt der her? Da oben ist der. Und zu dem komme ich wohl nicht so einfach. Dreckiger Hurenbock! Auf ihn! Du wirst es nie lernen. Oh ja. Na, ausweichen. Grauhaariger Pisser. Langsam nervst du mich da oben. Ich will ihn lebendig. So. Mich nervt es. Ich bring dich um! Das ist nur ein Kratzer. Na? So. Ihr müsst euch mir nicht in den Weg stellen, dann überlebt ihr auch. So, jetzt gehen wir aber erstmal die kleine Hexe da unten retten. Denn alle Zauberinnen kennen und mögen Geralt. Was ich ja eh schon cool finde, dass sie nicht alle kennen. Na? Dann komm mit. Beziehungsweise ich. Was machst du da? Yen wird gleich kommen. Söhne in die Finger kriege. Ich helfe gern, wenn ich da noch lebe. Ich muss sie hier wegbringen. Sofort. Mach das. Wir sehen uns. Ich kann nicht mit euch beiden durch das Portal. Du musst alleine rausfinden. Ich mag Portale sowieso nicht. Geht. Theoretisch würde ich sagen, ab durch die Kanalisation. Guck mal auf die Karte, denn scheinbar ist mir wieder mal ein anderer Weg vorbestimmt wohl. Ja, Gott, nee, ich bin durch einen Brunnen reingesprungen und durch einen Brunnen reinspringen, dann kann ich da schlecht auch wieder raus, wenn ich da reinspringe, ne? Dementsprechend werde ich mir wohl einen neuen Weg hinauskämpfen müssen. Welche Armee, Junge? Ich seh nur dich. Ach, Geralt.
Manchmal nervst du mich mit deinem Renn jetzt nicht, sondern hüpfe lieber noch eine Runde. Das hier sieht doch vielversprechend aus, oder? Tja. Hast du gehört? Ein Magieraufstand. In Deriat hat's einen Aufstand gegeben. Sollen sie kommen? Gut. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich suche mir jetzt erstmal einen Händler, um ein bisschen mich zu erleichtern. Anführungszeichen. Und ja, dann mal schauen, wie es in der nächsten Runde weitergeht. Bis dahin, viel Spaß!